Hallo Freunde! So, wir machen uns auf in den letzten Abschnitt. Oh, das steht direkt Nilfgaarder. Den letzten Abschnitt vor der Hauptquest. Oh, das hatten wir eben noch gar nicht gesehen, glaube ich, auf der Karte. Dann puzzeln wir uns mal hier den Weg durch. Die Schwarzkittel merkten schnell, dass sie unmöglich ganz Angren kontrollieren konnten. Sie konzentrierten sich also auf strategisch wichtige Punkte: Herbergen, Wachtürme und Brücken. Auf der Brücke von Pappeling kämpften sie gegen die lyrische Armee. Wer siegreich war? Nun, wir wollen nicht vorgreifen. Zerstöre alle gegnerischen Einheit. Alle gegnerischen Einheit. Setze die Fähigkeit deines Anführers ein. Zerstöre alle gegnerischen Einheit. So. Eifer. Loyal, gib dieser Einheit eine Ladung. Befehl, füge einer gegnerischen Einheit und allen gegnerischen Einheiten mit derselben Stärke einen Schaden zu. Vier Schaden zu, wird sich zerstört wieder diese Fähigkeit. Verringe Mewis Abklingen, Zeit auf 0. Okay. Verbessere eine verbündete Einheit um 4, gib ihr eine Rüstung und aktiviere dann die Loyalfähigkeit aller Verbündeten. Okay. Also, das machen. Und dann. So. Zug beenden. Achso, dann hätten wir direkt. Und jetzt verbessern wir die. Okay. Also wir haben jetzt 3, 6, 9, 12. 12 Punkte. Ja, damit kriegen wir doch alle auf. Moment. Ist das nicht einfach so? Sechs. Ne, wir kriegen doch, wir kriegen die. Hä? Ist ja jetzt nicht wirklich schwer. Ich dachte immer so, ja, da muss doch jetzt irgendein Plot-Twist noch dabei sein, aber Das wird ein offensichtlich nicht. tiefer Graben. So. Damit ist die Brücke unser. Okay, die Puzzle waren auch mal schwerer. Marschbefehle. Ach, das ist das, was wir gerade gespielt haben. Die Abklingzeit wird auf 0 gesetzt. Braucht man nicht unbedingt. Obwohl man sich auch mal so ein richtig dickes Loyal-Deck mal bauen könnte. Wir hatten doch hier, glaube ich, eins mit ganz wenig Abklingzeit, wenn ich das richtig sehe. Was war das denn? Abklingzeit 3, 3, 3, 5, 3. Ne, doch nicht alles 3. Beziehungsweise 2, wenn wir dann die eine Trophäe hinsetzen. Müssen wir mal gucken. So. Hier geht's. Mewe wartete, Ah, da ist während das die Blutopfer. Späher sich durch Geäst und Wurzelwerk mühten, die den Sumpfpfad überwachsen hatten. Plötzlich beugte sich einer von ihnen vornüber und erbrach Blut. Er war nicht der Letzte. Die Symptome griffen um sich. Ein potentes Gift? Urteilte der Heiler. Die Kranken schienen sich alle ein Zelt zu teilen. Eines Tages hatten sie gemeinsam einen Obelisken zerstört. Die zornigen Bauern hatten sie verflucht. In Todesangst waren die Männer zu einer Kräuterkundigen gelaufen, die ihnen einen Trank gegen Schwarzmagie gebraut hatte. Leider war dieser Trank vergiftet gewesen. Und die Kräuterfrau war spurlos verschwunden. Ispel bereitete ein Gegengift zu. Den Soldaten blieb ein schmerzhafter Tod erspart. Die Magierin erklärte, dass man es nicht mit dunklen Mächten, sondern mit menschlicher Niedertracht zu tun habe. Sie war so beruhigend und freundlich, dass die Soldaten die Sache mit dem Fluch bald vergessen hatten. Okay, also keine negativen Folgen für uns, da wir Ispel hatten. Ich glaube, das wäre schlechter ausgegangen, wenn wir Ispel nicht dabei gehabt hätten. Okay, also Ispel hat mal wieder den Tag gerettet. Und damit überlegen wir uns mal unseren Laufweg. Ich denke, hier rum. Ja, also runter links. Und dann da den Weg lang. Ah, Mewe noch ritt was. mit gesenktem Blick vorweg, wodurch sie die Fallgrube erkannte, die mit Ästen und Laub bedeckt war. Rasch lenkte sie ihr Pferd daran vorbei. Der Kavallerist hinter ihr war leider nicht so geistesgegenwärtig. Er krachte auf den Grund Anstatt der den mal zu Grube warnen. und brach sich das Genick. Augenblicke später wurde klar, wer die Falle gestellt hatte, als es im Wald lebendig wurde. Skojata? Igloi! Oder? Nilfgaarder oder? Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden.
Mewes Vater hat immer gesagt, dass ein echter Soldat keine Fallen stellt, sondern nur Banditen, Wilderer und Feiglinge. Väter in Nilfgaard schienen ihren Kindern so etwas nicht zu sagen. Mewe gab ihrem Pferd die Sporen und setzte über die angespitzten Flöcke hinweg, um sich auf die Suche nach deren Baumeistern zu machen. Verkürzter Kampf, eine Runde nur. Also rein da. Wir haben direkt schon mal Sachen hier im Start. Füge jeden Zug zu Beginn des Zugs der stärksten gegnerischen Einheit 5 Schaden zu, wenn die Stärke der Einheit gerade ist. Wenn eine gegnerische Einheit ihre Befehl für diese Einheit um 2 und gebe jetzt 2 Rüstung. Aktiviere nach 3 Zügen zu Beginn des Zugs eine Überfallfähigkeit, okay. Das Korn kann weg. Kavallerie kann weg. Barnabas würde ich gern behalten. Wir spielen nur eine Runde, ne? Dann ist der lyrische Schmied nicht so gut. Ich will den Trommler haben. Ah, da ist der Trommler. So. Was wir jetzt nämlich auf jeden Fall machen könnten, ist die Wagenburg hier hinsetzen. Und dann die alle umlatzen. Und dann den auch noch umlatzen. Aber das hätten wir auch mit dem Zepter der Stürme machen können. Egal. Jetzt sind die immerhin schon mal weg. Jetzt mal mit den Streunerbomben hier. Komm her, lass uns tanzen! Tausch mal den Gesu-Fußsoldat, der kriegt ja dadurch sogar. Er wird einfach random in irgendeine Reihe gelegt, ne? Ja, immer in die man ihn nicht Leute haben will. Also hoffen wir einfach, dass das Feuer den umbringt. Jawohl, das ist schon mal gut. Oh, das. Und warten eine Runde. Also deshalb. Alter. Was geht denn hier ab? Der hat einfach alles von uns gekillt. Arniol, Vater, Mörder, entehrter Krieger, entehrter Raufbold, okay? Befehl: Füge einer gegnerischen Einheit Schaden in Höhe der Gesamtzahl gegnerischer Einheiten zu. Zwinge eine gegnerische Einheit entehrter Krieger Schaden in Höhe der eigenen Stärke zuzufügen und füge ihr dann Schaden in Höhe der Stärke von entehrter Krieger zu. Todeswunsch: Kräftige alle anderen Verbündeten skellige Einheiten auf der Hand, im Deck und auf dem Schlachtfeld um 2. Füge dieser Einheit und 2 gegnerischen Einheiten 3 Schaden zu. Todeswunsch: Kräftige andere Verbündete skellige Einheiten auf der Hand, im Deck und auf dem Schlachtfeld um 2. Okay. So, ja, spielen wir mal Barnabas. Entschuldigung, hier rüber hat die Ehrenrunde gedreht. Ziehe 2 Einheiten und setze ihre Stärke auf 1. Machen wir das mal. Was? Ja, würde ich gerne einsetzen. Nice. Dann warten wir einfach mal. SLA Zephyr. Ach, jetzt kann er mit dem Pikinieren wieder um die Ecke. Alter, geht er mir auf den Sack. Okay, das ändert gar nichts. Das ändert gar nichts, na gut. Jetzt haben wir unseren Leuten einfach nur Schaden gemacht. Ach, das macht. Das kann man immer machen. Aber die wird um 2 gestärkt, also das macht erst Sinn, wenn er 4 Schaden, 4 Kreaturen hat. Und der muss weg. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, haben wir mal so gemacht. Dann können wir dem noch einen Schaden machen. Einfach weil wir es können. Also der ist nice. Arniol ist Vater. Hast du Arbeit für mich? Verfluchte Verräter! Schon noch ein Trommler. Wieder und wieder und wieder. Schau mal den.
Ah ne, erstmal machen wir den Trommler. Noch ein Trommler. Die Armee ist kein Platz für ich hatte Leute. Gehofft, wir mit 78 das lösen. Machen wir so. Disziplin bringt uns den Sieg. Die werden jetzt alle gekräftigt. Hm. Gusta. So. Ja, mal Zug beenden. Sieht eh schon sehr gut aus. Alba! Der geht mir zum Beispiel auf den Sack. Der kriegt jetzt einfach. Sollen wir dem 81 Schaden? So, nee, lieber nicht. Können wir das hier machen? Und nochmal zwei Karten ziehen. Alles wieder wie neu. Adusa Adeptin. Und der Wagen. Ja, Zug beenden. Ea, Iglo, Ea! Ja, wir töten immer beide. Dann schieben wir hier so ein Xavier. Meine Narben? Nein, die tun nicht weh. Welch faszinierender Pfeil. Ja, sowas von tot, der Junge. Ah, wir passen einfach. Wir können den auch noch locker umlatzen, aber muss nicht sein. So. Zwischen lyrischem Hammer und skelliger Amboss wurden die Nilfgaarder zermalmt. Die Sieger standen einander Auge in Auge gegenüber. Die Skelliger waren anders als die, die Mewe bisher kannte. Sie trugen weder Schilde noch Rüstungen. Ihr Anführer war ein Mann wie ein Ochse, kahl wie ein alter Ghul. Er hieß Arnjolf, der Vatermörder. Danke für die Hilfe, Arnjolf. Mewe streckte die Hand aus. Hilfe, sagt sie. Hört ihr das, Männer? Die Skelliger blickten einander an und brüllten vor Lachen. Wir helfen euch kein bisschen. Wir töten. Kommt mit mir. Dann habt ihr viel zu tun. Mit dir? Und wer zur Hölle bist du? Mewe, Königin Riviens und Lyriens. Mewe, sagte Arnjolf ernüchtert. Ha, den Namen kenne ich. Gudmund Flinkzunge nannte dich verwegen und lobte deine Tapferkeit über den grünen Klee. Also gut, wir folgen dir. Aber gib uns Blut zu schmecken und einen heldenwürdigen Tod. Mewe musste lächeln. Die Lyrier traten zurück, um die tätowierten Krieger in ihre Reihen aufzunehmen. Ja, das war ja leichte Rekrutierung. Arnjolf, Vatermörder. Der hat 12 Stärke und einen richtig geilen Effekt. Dagur Doppelklinge, oha. Der hat Heraufbeutel und der hat Krieger, die kennen wir ja. Nice, ein Upgrade auf unser Deck. Gucken wir mal. Arnjolf Vatermörder, füge einer Gegenstand Schaden in Höhe der Gesamtzahl. Ja, der kommt auf jeden Fall direkt mal rein. Dagur Doppelklinge, 9 Stärke, spiele alle skellige Einheiten von deinem Friedhof aus. Jawoll, Junge! Was geht ab? Entehrter Krieger, zwinge eine Gegnerscheinheit, entehrter Krieger Schaden in Höhe der eigenen Stärke zuzufügen und füge dann Schaden in Höhe der Stärke von entehrter Krieger zu. Ja, ob wir die reintun wollen, weiß ich nicht. Dann weiß ich aber auch nicht, ob der so gut ist. Weil der kann halt dann nur Arnjolf wiederholen. Vielleicht noch die rein. Füge diese Einheit und 2 gegnerischen 3 Schaden zu. Die sind eigentlich noch ganz gut. Die würde ich noch reinpacken. So. Machen wir es mal so. Ah, da können wir auch gleich mit denen reden, wahrscheinlich. Die Entehrten heißen sie. Kriegt man einfach so eine ganze Armee noch dazu. Na, hier ist das Lager von euch. Wenn ihr jetzt eh zu uns gehört, dann können wir alles mitnehmen. So, ja, das sieht gut aus. Hier haben wir alles abgegrast. Arnjolf. Ich weiß nicht, ob das... Wir probieren das mal aus. Ich weiß nicht, ob die Skelliger sich lohnen für unser Deck. Ja, wir müssen echt außenrum. Aber, ja, man weiß es nicht, bis man es nicht ausprobiert hat. Ach, da geht's gar nicht weiter. Da geht's gar nicht weiter. Können wir mal wieder checken, ob ich nichts übersehen habe. Doch, da haben wir was übersehen. Ach, da oben.
Und dann immer weiter, immer weiter. Da wird eventuell die goldene Truhe sein. Auf jeden Fall ist hier ein Ereignis. Die Späher ritten voraus. Mewe folgte ihnen. Es galt, eine sichere Passage für die Streitmacht zu finden. Sie testeten mit einem langen Pfahl die Tiefe des Sumpfes. Da stießen sie auf etwas Metallisches. Die Späher saßen ab und zogen eine Bronzestatue aus dem Sumpf. Als sie vom Schlamm befreit war, erkannte Mewe sofort, dass es sich um Elfenwerk handelte. Die Statue war sehr gut erhalten, allerdings fehlte das Gesicht. An seiner Stelle gähnte ein schwarzes Loch. Durchsucht die Gegend, befahl Mewe. Nicht lange und sie entdeckten den Eingang zu einer Gruft. Die Türen waren aufgebrochen. Auf dem Boden lagen Knochen verstreut. Einige alt und gelb, andere offenkundig frisch. Allesamt angenagt. Das Grab betreten, Reiner. Mewe stand still und nachdenklich auf der Schwelle der Gruft. Dann ging sie mit einer Fackel in der Hand hinein und trat in stinkendes Wasser. Die Soldaten folgten ihr nervös und hielten die Waffen bereit. An den Wänden befanden sich Fresken, die Angrens Sümpfe und die Bestien darin darstellten. Zwei Worte standen über dem größten Monster geschrieben. Wern ich her. Die blutige Herrin, flüsterte Barnabas Beckenbauer. Plötzlich erscholl ein Gebrüll aus den Tiefen der Gruft. Mewe wandte den Blick und sah monströse Augen im Dunkeln leuchten. Zack. Dann gucken wir mal, was die Skelliger so machen. Optional tötet das alte Biest. 250 Leben. Hui, das wird schwierig. Niemand wusste zu sagen, wessen Grab hier halb versunken und von Efeu überwuchert lag. Die Elfen, die es errichtet hatten, waren schon vor Jahrhunderten aus Angren geflohen. Heute hielt sich nur noch das Gerücht unter den Leuten, dies sei die Ruhestatt eines großen Kriegers und Verteidigers der Sümpfe gegen etwas uraltes Böses. 250 Stärke. Ja, nicht schlecht. Karten verbergen. Verbanne alle zwei Züge zu Beginn des Zuges eine zufällig gewählte gegnerische Einheit und generiere ein Phantasma. Todeswunsch, bringe eine bereits verbannte Einheit zurück und füge kolossales Biest Schaden in Höhe der dreifachen Stärke der Einheit zu. Okay, also wir müssen eigentlich nur die Phantasmas töten. Oder Phantasmen. So. Wagenburg ist gut, damit können wir einmal richtig schön aufräumen. Kammer Ale brauchen wir nicht. Wir brauchen Trommler. Trommler über alles. Trommler, Trommler. Der Schmied bringt wahrscheinlich auch nicht so viel. Streubomber ist gut. Machen wir mal so. Zu mir! Heute sterben wir nicht! Ist der unbeweglich? Oder können wir dem direkt mal drauf. Ne, wir warten, bis er. Obwohl, das dauert zwei Züge. Okay, der ist nicht unbeweglich, also schießen wir mal. Hier hinten. Komm her, lass uns tanzen! Feuer rein. Okay. Dann spielen wir mal eine Wagenburg. Den hat er, okay. Dunkel und feucht. Warum muss es überall dunkel und feucht sein? Zack, zack, zack. Komm wieder und mach neuen Schaden, ja. Achso, was wir jetzt eigentlich mal machen müssen, ist anzufangen, die den Dot-Schaden zu machen. Weil je länger wir da drauf zobeln, warte, besser ist die Reihe. Hexer sterben nie in ihren Betten. Kommt rein, macht 12 Schaden, okay. Okay, 40 Schaden haben wir schon gemacht. Wir gucken mal, wo es denn. Wir hatten noch hier irgendwo einen Trommler. Ne, wir haben noch keinen Trommler gespielt. Okay, dann spielen wir mal einen Trommler. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Machen wir den. Wieder 12. So, dann ist er nur noch bei 190.
Gucken, was der Barnabas macht. Nicht der Barnabas, der Trommler. Links, rechts, links, rechts. Trommler markieren und dann machen wir doch Barnabas. Der Qualm sollte eigentlich nicht sein. Gemeinsam mit dieser Einheit. Ah, das geht nicht auf Bosse. Heile eine verbündete Einheit und kräftige sie im Zähne. Hm, keine Ahnung, einfach irgendwas. Keine Ahnung. Mal den hier. Und dann gucken wir mal, ob der den nicht zerstört. Das wäre witzig. Ne, gepasst wird auf jeden Fall nicht. Sondern, also. Noch ein Regimentstrommler. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Nur Feuer. Und dann noch das auch noch. Morgen trinke ich mit unseren Vorvätern. Und dann keine Ahnung. Machen wir mal den und keine Ahnung den. Links, rechts, und links, den. Rechts, links, rechts. Und dann spielen wir den hier aus. Die können wir aber beide nicht mehr spielen. So, ich bezweifle leider, dass wir es schaffen, das Biest zu töten. Obwohl. ...24 Schaden. Schon mal gar nicht so schlecht. Ja, wir spielen den, auch wenn wir ihn nicht spielen können. Zack, machen wir einen Schaden da. Dann spielen wir den. Und müssten passen. Scheiße. Wir haben es echt nicht geschafft. Der hat noch 117. Okay. Probieren wir es nochmal. Also wichtig ist, Schaden pro Runde zu machen. Und starke Units auf dem Feld zu haben. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Zu mir! Heute sterben wir! Kennen wir schon. Von wegen Koexistenz! Links, rechts, so. Links, rechts, packen links, den mal direkt nach hinten und starten dann. Starten dann ein Feuer. Komm her, lass uns tanzen! So. Dann kommen jetzt die. Ja. Jetzt Hexer sterben nie in ihren Betten. Die Kavalleristen. Und der kann noch. Kann auch noch Kavallerist. Wieder und wieder und wieder. Zeige ich ja. Zack, zack. Na, der hat einen Dunkel Sechser. Und feucht. Ja. Wissen wir schon. An die Arbeit. Immer weiter Schaden machen. 15 Schaden, okay. Noch ein Kavallerist haben wir. Wir sind nur da. Noch wenige. Einmal Feuer hier. Einmal den da. Noch mehr. Dann schlagen wir den mal. Machen den mal Schaden. Zug beenden. So, wir sind jetzt schon bei 200. Das ist schon mal gut. Unter 200 sogar. Der macht dem und dem 3 Schaden. Dann schießt der auf den. Kommt er wieder und macht 24. Oh, das kommt gut diesmal. So, jetzt spielen wir mal die Wagenburg, auch wenn sie nicht mehr viel bringt. Dann spielen wir Barnabas Beckenbauer. Ich glaube, das wird dir gut gefallen. Ja, einfach irgendeine verbessern. Zug beenden fürs Erste. Der hat direkt den Barnabas geklatscht. Dann machen wir das hier, spielen 2 aus. Ja, sind leider 2. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Von den Dudes. Cut. Zack, zack. 12 Schaden. Machen wir den hier auch noch.
drauf, einfach weil wir das können. Zug beenden. Dann verstärken wir so. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal gewonnen. Getötet kriegen wir den aber nicht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn nicht getötet kriegen. Na, das kommt. Gerade fing's an, langweilig zu werden. Zug beenden. Oh, zack, zack. 21. Ja, der ist auf jeden Fall schon mal unter 70. Ja, jetzt müssen wir aber passen. Ja, wir können noch ein bisschen Schaden machen. So, genau auf die 60. Achso, wir können gar nicht passen. Müssen noch eine Runde warten. Ah, jetzt doch nicht. Jetzt können wir passen. Ich glaube, das war der letzte. Aber haltet eure Waffen bereit. Ja, also 250 Schaden haben wir nicht geschafft. Die Königin begutachtete den Kadaver des Monsters im schwachen Fackelschein und schauderte vor Ekel. Vermutlich zum Besten, dachte sie, dass es so dunkel war. Am Ende des Korridors fanden sie eine geschlossene Tür. Bevor sich jemand nähern konnte, flog sie krachend auf. Dahinter lag ein kreisrunder Raum. Licht drang durch ein Loch in der Decke und fiel auf ein Podest, auf dem ein Schwert lag. Die Luft hier knistert vor Magie, flüsterte Istbel. Mewe packte den Schwertgriff. Eine beruhigende Wärme stieg ihr in die Arme und Schultern. Eine neue Waffe? Ihre Muskeln entkrampften sich. Sie schwang das Schwert. Die Klinge durchschnitt fauchend die Luft. Die Königin nickte zufrieden. Dieser Preis war das Risiko wert gewesen. Mewe Angrinschwert. Warum haben wir da 6 Rüstungen oder was? Barnabas Beckenbauer bat mit leuchtenden Augen, das Schwert betrachten zu dürfen. Der Gnom beäugte das Stück eingehend und fand bald eine Inschrift. Was steht da geschrieben? Fragte Mewe. Tja, die Worte sind klar, die Bedeutung hingegen weniger. Führe mich und verzage nicht im blutroten Wasser. Klingt wie ein Rätsel, das ich nicht lösen möchte. Wir sollten aufbrechen. Draufgeschissen. Mewe wieder mit ihrer YOLO-Einstellung. So, gucken wir uns mal an, weil das sah schon ziemlich fett aus, was das so kann. Ne, das ist alles 6. Da. Mische eine verbündete Einheit zurück ins Deck. Spiele 2 Karten aus deinem Deck aus und aktiviere dann die Loyalfähigkeit aller verbündeten Einheiten. Also, mische eine verbündete Einheit zurück ins Deck. Spiele 2 Karten aus deinem Deck aus. Ich habe 2 Karten im Wendel. Ich weiß ja nicht. Zurück ins Deck. Ja, ist glaube ich. Für einen langen Kampf ist das gut. Für so einen Rundenkämpfe ist halt der Schaden in Ordnung, weil wir töten eh meistens alles. Die Frage ist, wenn wir das machen, werden die aktiviert, die Fähigkeiten? Wissen wir nicht. Probieren wir jetzt mal aus. Wenn es doof ist, können wir immer noch wechseln. Gut, dann denke ich, sind wir für diese Folge durch. Haben das Angrin-Schwert geborgen. Holen hier noch einmal den Loot, der hier liegt. Und dann denke ich, sind wir in einer Runde, in einer Folge. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen in einer Folge. Wir gucken einfach mal. Wahrscheinlich machen wir das alles in einer Folge und dann machen wir bei der Hauptquest weiter. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Tschüss.